Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute klären wir die Frage, wie man ein Date über WhatsApp ausmacht. Viel Spaß beim Video. Also, Dates über WhatsApp ausmachen, das ist gar nicht so schwer, wie manche Männer immer denken. Ich habe dir hier einen klassischen Schritt-für-Schritt-Verlauf mitgebracht, den du einfach folgen kannst. Habe auch gleich nochmal ein Beispiel-Screenshot für dich, den du dir mal anschauen kannst. Und dann dürfte relativ klar sein, wie das Ganze funktioniert. Also, mach es dir nicht schwerer, als es eigentlich ist, denn es ist eigentlich einfach. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil das ist der häufigste Fall, dass du eine Frau auf der Straße angesprochen hast, ihr habt Nummern getauscht und jetzt fragst du dich, wie soll ich mit ihr ein Date ausmachen? Nehmen wir erstmal diesen Fall, Fall Nummer 1. Dann gehst du folgendermaßen vor, beziehungsweise so gehe ich immer vor. Ich schreibe die Frau an und beziehe mich dabei auf etwas, was während dem Kennenlernen passiert ist. Also als Beispiel, sie hat irgendwem aus Versehen ihren Kaffee auf die Hose geschüttet, dann frage ich, ob sie noch anderen Männern an diesem Tag Kaffee auf die Hose geschüttet hat. Oder ob sie noch erfolgreich auf der Suche nach ihren Pumps war oder ihrem Kleid oder was auch immer. Und manchmal schreibe ich, und das wirst du gleich im Beispiel noch sehen, wenn ich nichts anderes weiß, schreibe ich zum Beispiel, hey, wie war dein Tag noch? Hast du noch andere charmante Männer kennengelernt? Und tue damit so oder setze damit sozusagen den Frame, den Rahmen, ich bin ein charmanter Mann. Und nehme mich dabei aber auch im gleichen Zug nicht super ernst. Das sind also Möglichkeiten. Ich gehe auf etwas ein, was beim Kennenlernen passiert ist, beziehe mich dann darauf und das wirst du auch gleich im Beispiel nochmal sehen. Der zweite Schritt ist dann, dass sie meistens darauf antwortet, ja, nein, dann bin nur nach Hause gegangen, habe niemanden mehr kennengelernt, bla bla bla. Und dann gehe ich direkt zum Treffen über, weil ich möchte nicht ewig mit ihr hin und her schreiben. Ich möchte sie halt treffen und auf dem Treffen kennenlernen. Dann schreibe ich ihr meistens, weil so mache ich das, das musst du nicht genauso machen, schreibe ich ihr, hey ja, cool, sag mal, Name, bist du eine gute Köchin? Ja, ich frage sie, ob sie eine gute Köchin ist, damit ich sie dann zu mir einladen kann zum Kochen, zu mir nach Hause. Ja, und wenn du genauer verstehen willst, wie dieser ganze Prozess funktioniert, dann schau dir mal mein Seminarpaket an, da habe ich das alles nochmal ganz breit ausgelegt. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dir das mal anschauen. Ich mache das immer dann, wenn ich relativ schnell auf den Sex kommen möchte. Wenn du jetzt sagst, hey, ist mir nicht so wichtig, ich will das Ganze lieber entspannter angehen, will sie erstmal so treffen, kannst du das auch gerne tun. Da könntest du sie fragen, hey, bist du eine gute Begleitung für einen Spaziergang? Bist du eine gute Spaziergangsbegleiterin? Oder kennst du dich gut aus in der Stadt? Einfach irgendeine Sache in der zweiten Nachricht, um aufs Treffen hinauszugehen. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie das in live aussieht. Hier hast du jetzt mal das Textbeispiel eingeblendet. Ich beug mich mal zur Seite und gebe dir mal einfach einen kurzen Moment, dass du das mal durchlesen kannst. So, wenn du noch nicht fertig bist mit Lesen, halt es einfach einmal an. Ansonsten hast du es wahrscheinlich durchgelesen. So gehe ich normalerweise vor. Denn du willst nicht ewig Zeit damit verbringen, die Frau kennenzulernen übers Telefon, denn dann klingt nur, also die kennt dich ja noch nicht richtig. Und wenn sie dich noch nicht richtig kennt, dann hat sie auch noch nicht so einen Bezug zu dir. Und Telefon ist sehr unpersönlich. Schreiben, Text, das ist sehr unpersönlich. Du willst es schnell wieder auf eine Ebene bringen, wo ihr auch miteinander sprechen könnt, wo auch Gesichtsausdrücke und Sprache mit reinfließt. Manchmal gibt es Frauen, die sind aber nicht bereit, so schnell auf ein Treffen zu gehen. Und mit diesen Frauen kannst du dann erstmal so ein bisschen Smalltalk-mäßig hin und her schreiben. Das werden meist jüngere Frauen sein oder Gespräche, die nicht so lang waren. Je länger deine Gespräche waren, desto einfacher ist es meistens, mit der Frau dann auch auf ein Date zu kommen. Und wie gesagt, du musst nicht direkt auf ein Kochdate gehen, sondern du kannst darauf ein durch den Park spazieren gehen Date gehen oder was auch immer dir da einfällt. Geh bitte nicht ins Kino oder unbedingt, nicht unbedingt ins Restaurant. Das sind so Sachen, die würde ich eher auf dem ersten Date vermeiden. Warum, kommen wir noch in anderen Videos zu. Kannst du dir vielleicht aber auch selbst denken. Also, das ist mal der Fall, wenn du sie auf der Straße kennengelernt hast. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast sie nicht auf der Straße kennengelernt, sondern kennst sie vielleicht schon länger aus dem Freundeskreis. Sie ist eine Freundin von dir. Und dann wird es halt ein bisschen komplexer. Wenn du sie schon länger kennst, dann würde ich sie eher vor Ort nach einem Date fragen, nicht über WhatsApp. Also angenommen, ihr kennt euch aus dem Freundeskreis und vielleicht habt ihr auch schon ein paar Mal im gemeinsamen Freundeskreis zusammen abgehangen, dann würde ich sie eher live auch fragen, nicht unbedingt mit der ganzen Gruppe vor Ort, aber live auch einfach fragen, hey, pass auf, lass uns doch mal was zusammen starten, lass uns doch mal zweit was machen. Hast du mal Bock, irgendwie was zu kochen oder so? Oder bist du eine gute Köchin? Ja, das würde ich sie dann einfach live mal fragen, um sie dann einfach von dort aufs Date zu bekommen. Weil
ihr kennt euch schon, ihr seht euch sowieso live, dann nutzt diese Möglichkeit auch. Ja, du kannst natürlich auch, wenn du eine Frau auf der Straße kennenlernst, direkt vor Ort mit ihr ein Date ausmachen. Da ist es aber oft so, dass das eine große Drucksituation sein kann, weil sie kennt dich ja noch nicht. Die Frau durch den Freundeskreis, die kennt dich ja bereits. Da ist es also keine große Drucksituation, wenn du sagst, hey, lass mal zu zweit treffen, ihr kennt euch ja bereits. Ja? Das heißt, da würde ich es eher über das Persönliche machen, aber könntest das gleiche Prinzip anwenden, das ich dir eben gezeigt habe, im Sinne von, hey, bist du eine gute Köchin? Hey, bist du eine gute Spaziergangspartnerin oder was auch immer du dir da vorstellst? Und dann fragst du dich einfach nach dem Date. Also wichtig ist auch einfach, das zu machen. Ja, viele Männer scheuen sich dann davor, wollen diesen Schritt nicht gehen und machen dann den großen Fehler, einfach die ganze Zeit hin und her zu schreiben oder die ganze Zeit nicht zu handeln und nichts zu tun. Und nichts ist unattraktiver als nichts zu tun oder die ganze Zeit um den heißen Brei herumzureden. Das mach auf keinen Fall. Da frag sie lieber und riskier lieber eine Ablehnung, anstatt nichts zu tun oder einfach die ganze Zeit um den eigentlichen Grund herumzutanzen. So funktioniert es nämlich nicht. Du darfst gerne Fehler machen beim Flirten, du darfst gerne Fehler machen mit Frauen, denn daraus lernst du, dadurch wirst du besser, dadurch wirst du der Flirt-Profi. Von daher mach Fehler, das wird dir auf Dauer helfen. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Video, bam, schreib sie mir in die Kommentare. Auch gerne Videovorschläge für die kommenden Videos. Du weißt ja, ich mache einen Monat lang jeden Tag Videos. So ein Commitment. Wenn du Fragen hast, wenn du irgendwelche Videovorschläge hast, in die Kommentare. Ansonsten geht es hier links von mir, beziehungsweise ich glaube rechts von mir. Neben mir auf dem Fall kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz im neuen Jahr bewerben. Und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir dieses Video gefallen hat, und ich hoffe, das hat es. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.